Liebe Freunde, ich habe eine Botschaft für euch heute. Und ich glaube, sie kommt direkt vom Himmel und hat mir diesen Druck gegeben. Ich soll sie loslassen, obwohl ich von Zeit nicht ganz sicher war. Ich wollte sie mal rausschieben, aber ich möchte es jetzt loslassen. Und dann ist die Verantwortung bei Gott und bei dir. Und das Thema ist vielleicht ein Thema wie Angst macht viele Leute. Es geht um Segen oder Fluch und um Israel. Vielleicht ist es ein Thema, wie dich nicht anspreche. Du möchtest nichts zu tun haben mit Fluch, mit Flüche. Du möchtest nur Segen haben. Aber weißt du, ich glaube nicht, dass es in der Bibel etwas gibt mit Segen und es gibt keinen Fluch. Die Geschichte, die ganze Bibel geht es um Fluch. Und es bedeutet, Gott wird dich zurückziehen und dann kommen andere Götter, andere Geister. Oder du bist im vollkommenen Wille Gottes und es kommt der Segen Gottes über dein Leben. Und wenn du die Bibel kennst, ist voll damit. Und die Geschichte fängt an bei Abraham, wo Gott Abraham ruft und sagt, Abraham, geh in dieses Land, wo ich dich dir zeige werden. Und er sagt einen Satz dazu, sagt, ich werde verfluchen die, die ich verfluchen. Und ich werde segnen, die wie dich segnen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn du Abraham segnest, es bedeutet Abraham, seine Nachkommen, sein Land. Wir haben den Segen Abraham. So heißt er, wenn du Abraham segnest und alle seine Nachfolger segnest und sein Land segnest, dann wird der Segen Gottes über dich kommen. Und wenn du das Gegenteil machst und fluchst, dann wirst du wissen, was es ist, ein Fluch. Das ist so, wie Gott dich zurückzieht, ein Stück von deinem Leben. Und es kommen andere furchtbare Sachen. Die ganze Bibel redet von Flüche und von Segen. Eine wichtige Bibelstelle ist, als Moses über den Jordan gegangen ist, um dieses Land reinzugehen, hat Gott ihm gesagt, wenn du rübergehst über diesen Fluss, über diesen Jordan, gibt es zwei Berge. Und auf einem Berg wird der Berg der Flüche sein, wo Flüche ausgesprochen werden über das Land, über Orte, über Menschen. Und der andere Berg ist der Berg, nicht der Berg der Begegnung, sondern dieser Berg des Bundes, diese Verheißung Gottes, des Segen Gottes. Und tatsächlich auf diesem Berg ist immer Segen ausgesprochen worden und auf dem anderen Berg Flüche ausgesprochen. Und du, wie vielleicht wiedergeboren bist, wie du gläubig bist, wie du ein Stück Salbung in dir drin hast, wirst du immer Tendenz haben, auf Berge zu gehen, geistliche Berge. Und jetzt kannst du auf den Berg gehen und kannst Flüche aussprechen oder Segen aussprechen, ganz besonders, wenn es um Israel geht. Wir Christen würden öfters, weil vielleicht alle es machen und mitmachen, du wirst Flüche aussprechen als seine Kinder. Vielleicht dein Arbeitskollege schimpft alle über Israel, wie furchtbar die dort sind. Diese unschuldige kleinen Babys, wie getötet werden in Gaza und das und jenes. Und du redest mit und sagst, ja, du hast recht. Du weißt es gar nicht, bist gerade auf den Berg gegangen, der Flüche. Dieser humanistische Geist, der tut sich öfters mischen mit dem religiösen Geist. Und die machen sich öfter zusammen. Und dieser religiöse Geist, dieser humanistische Geist, auch dieser linke Geist, wie manchmal da ist in den Medien, überall wie da ist, bis in die Schule, bis in die Universität, bis in die Politik hinein, dann lag Flüche über Israel. Und die Flüche kommen zurück auf diese Orte, wo sie ausgesprochen sind, über unser Land. Die Länder, wie Israel immer kritisieren, verfluchen, negativ reden, die werden sehen, sie werden von Gott verflucht werden. Sie werden schreckliche Sachen in ihrem Leben bringen. Ich möchte niemand Angst machen, ich möchte aber eine Stimme sein, die warnt. Es ist Zeit, gerade in so Momenten, wo Israel unter Druck ist, wo Israel in Gefahr ist, wo Israel gerade am Kämpfen ist, in die vollkommene Wille Gottes reingeht. Es ist so wichtig, dass wir unsere Hände strecken, dass wir im Geist, im Gebet auf diese Berg gehen, auf diese Berg des Bundes, wie Gott einen Bund mit seinem Volk gemacht hat. Israel ist sein Volk und wir sind keine Richter,
sondern wir sollen sie segnen, weil wir wollen im vollkommenen Wille Gottes sein. Vor einigen Tagen hat Gott zu mir gesprochen, hat das wieder öfter schon gesagt, und sagt, Piero, jede prophetische Leiter muss in ihrem Herzen eine Beziehung, ein Stück von ihrem Herzen muss immer da sein für Israel, schon stimmt etwas nicht. Du kannst keine vollkommene prophetische Salbung haben, wenn Israel nicht auf deinem Petto ist. Es geht gar nicht. Und irgendwo ist etwas am Herzen drin, wo Gott sagt, Piero, es ist Zeit, nimm dir eine Woche oder auch vielleicht 10 Tage oder 2 Wochen und geh nach Israel. Ich werde dir begegnen. Du wirst eine prophetische Begegnung haben. Und ich möchte es machen. Ich hoffe, dass wir auch als ganze Gruppe, als Gemeinde, als Gebetsarmee bald in diesem Land können sein. Es ist ein tiefer Wunsch in mir drin, dass wir mehr und mehr auf diesem Berg sind, wo wir segnen, wo wir Wille Gottes sind. Manchmal können wir so gesegnet sein oder so erfolgreich sein, dass wir wieder auf den Berg des Vergessens oder des Fluchens gehen. Mancher Segen ist auch ein Fluch gewesen. Mancher Erfolg, Sehnsucht nach Erfolg, nach Segen, investiere da drin, du wirst ganz große Rentabilität haben. Und manche Leute sind in diesem Segen nachgelaufen. Und das Endergebnis, sie haben verloren. Manchmal haben sie alles verloren. Und sie sind unter diesem Fluch des Mammon kaputt gegangen. Aber auch Christen können manchmal im Segen nachlaufen, im Erfolg, ein großer Dienst, bekannt werden. Es ist so gefährlich. Suche nicht nach Segen, sondern suche nach Gott. Suche nach dem vollkommenen Wille Gottes. Und der vollkommene Wille Gottes ist, ich liebe Israel. Ich segne dieses Land. Sie werden zurückkommen. Es ist Gottes Sachen, Gottes Richter, niemals wir. Wir können uns in Demut anziehen und sagen, Herr, zeig uns dein Herz für Israel. Zeig uns, welche Liebe du hast. Zeig uns, wie du betest für dieses Land. Wie dein Herz schlägt für dieses Land. Und wenn wir dieses Herz spüren, dann sind wir auf diesem Berg des Segens. Und dann können wir für dieses Volk, für dieses Land beten, dass sie mehr und mehr zu Gott zurückkommen. Dass sie Offenbarung haben vom Herzen Gottes. Dass sie Offenbarung haben, wer mit dem Messias ist. Dass sie Sehnsucht haben, in den Plan Gottes zu kommen. Und ich möchte euch noch eine letzte Wahrheit sagen, die über Gott aufs Herz gelegt hat. Er hat gesagt, Piero, es wird keine große Erweckung über die ganze Erde kommen, wo nicht Israel mitgezogen wird. Es geht nicht ohne Israel. Man könne nicht die Christen spalten mit Erweckung und Erfolg und toll und Israel geht zugrunde. Es ist nicht im Wille Gottes und es kann nicht geschehen. Und wenn du Erweckung liebst von ganzem Herzen, dann fang an, Israel zu segnen. Und wir sehen, der Gottes Segen wird auf deinem Leben sein. Höre es nicht wie einfach eine interessante Predigt. Es kann ich gar nicht. Aber ich möchte, dass Gott etwas macht, dass Gott dein Herz berührt. Kannst du glauben, dass Gott etwas reinlegt in dich? Dass du plötzlich diese Liebe zu Israel wieder ganz frisch aufsteht? Und es nicht so als Souvenir, der drin ist, als Christ, sondern dass in dir etwas drin ist, eine Sehnsucht vom Geist für dieses Land zu beten, dass etwas in deinem Geist plötzlich hochkommt und du betest für dieses Land. Es ist nicht etwas in deinem Verstand, sondern es ist etwas in deinem Geist drin. Ich bete, dass du es jetzt empfängst, dass du aufstehst und dass du ein Kämpferin Gottes, ein Kämpfer Gottes wirst, eine prophetische Person, wie sehen kann, wie Gott zurzeit für dieses Land Wunder wird tun. Israel wird gesegnet und Israel wird siegen. Die Feinde Gottes werden gedemütigt werden. Und ich möchte ein Freund sein. Amen.